Liebe Gemeinde, immer wieder freuen wir uns, dass der Herr uns einfach ruft, zusammen, so wie heute am ersten Tag der Auferstehung, ersten Tag der Woche, da wo Jesus Christus auferstanden ist und gesagt hat zu seinen Jüngern, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch auch. Ihr seid meine Zeugen. Und wir merken, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wenn wir den Wochenspruch gehört haben, einer trage des anderen Last, tun wir uns manchmal recht schwer. Weil die Lasten des anderen auch noch auf unsere Lasten gelegt werden. Und wir sagen, ich kann nicht mehr. Und wir sagen das mit Recht, ich kann nicht mehr. Denn unsere menschlichen Kräfte und Möglichkeiten sind durchaus sehr begrenzt. Wir kommen schnell an die Grenzen und können nicht mehr weiter. Wir können uns über viele Dinge sehr schnell aufregen, weil wir nicht weiter können. Wir wollen uns entledigen der Schwierigkeiten in dieser Welt, weil wir nicht weiter können. Aber Gott kann weiter. Und das soll uns auch heute beschäftigen. Jesus Christus sagt uns im Blick auf den Nächsten, Glaubensbruder, Glaubensschwester, aber auch zu den Menschen in dieser Welt: Ihr könnt weiter. Mit mir könnt ihr weitergehen. Ihr braucht nicht verzagen, nicht verzweifeln. Und ich gehe aus von dem Evangelium aus dem Lukas, Kapitel 6, wo Jesus sagt, ab Vers 16, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. So seid auch ihr barmherzig. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, dann wird euch auch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Und Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er vielleicht wie der Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Das sind starke Worte, Worte des Evangeliums, der frohen Botschaft, die Gott in unserem Leben umsetzen will. Wir müssen sagen, das kann ich nicht. So weit komme ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Wenn ich die böse Welt um mich herum sehe. David hat einmal gesagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinem Mund, mit meinen Augen. Ich will nicht reden über die anderen. Aber dann sehe ich den Gottlosen, dann sehe ich die Situation in der Welt und dann fange ich schon wieder an zu reden darüber. Schon wieder zu richten, schon wieder zu lästern, schon wieder zu urteilen und verurteilen. Das ist der Mensch. O Herr, erbarme dich unser, dass wir das tun, was du sagst, was Kinder Gottes tun können. Als Christen in dieser Welt, das dürfen wir auch heute uns wieder neu sagen, so wir doch wiedergeboren sind und Kinder Gottes heißen, sollen wir erkennen, den Nächsten nicht aus der eigenen Kraft oder dem eigenen Denken verändern zu wollen. Sollen wir nicht uns vornehmen, andere zu uns zu erziehen, weil wir glauben, wir machen alles richtig und die anderen machen alles falsch. Und jetzt müssen sie zu uns erzogen werden. Das funktioniert doch nie. Wir sollen erkennen,
dass Christus in uns sein Werk souverän ganz allein vollführt. Wir sind von uns her, so hat der Herr Jesus in diesem Gleichnis gesagt, blind. Wir schauen nicht in die Tiefe. Wir erkennen nicht das Herz des anderen. Wir erkennen manchmal sogar unser eigenes nicht. Aber wir wollen oft urteilen. Und das steht uns nicht zu. Wir sind blind, wie die anderen. Und wir können sie nicht leiten. Ein Blinder kann einen Blinden nicht den Weg weisen. Sie werden alle beide stürzen und fallen. Ja, ein Mensch kann keinen anderen in den geistlichen Dingen, die zum Himmel führen, leiten, wenn nicht Christus in ihm die Leitung vornimmt. Der Herr Jesus wollte den Menschen damals in Israel und auch seiner Gemeinde heute deutlich machen, dass sie nur dann richtig handeln können in den ewigen Dingen, wenn sie in der Verbindlichkeit mit ihm sind und bleiben. Einfache Worte, seid barmherzig. Wie funktioniert das? Ja, das will ich tun. Tue ich es? Schaffe ich es? Es gibt viele Situationen, wo ich es nicht mehr schaffe. Aber der Herr sagt, seid barmherzig. Und zwar genauso, wie der himmlische Vater barmherzig ist über euch. Er hätte uns ja wegstoßen können. Er hätte ja sagen können, weißt du hast so viel Schlechtes gemacht, dich brauche ich nicht mehr. Gott ist aber barmherzig. Er sandte seinen Sohn für mich, damit meine Verfehlungen getilgt werden und der Zugriff des Satans auf mein Leben nicht mehr stattfinden muss. Auch in dem Psalm 49 wird Folgendes gesagt. Da spricht ja Gott auch durch den Psalmisten und redet die Menschen an und sagt, hört zu, alle Völker, merkt auf, alle, die ihr in dieser Zeit lebt, einfache Leute und Herren, reich und arm, miteinander, hört zu. Da heißt es, kann doch keiner einen anderen Menschen auslösen von seinem Zustand oder für ihn an Gott ein Sündgeld geben? Das geht nicht. Wir sind also aufgefordert, nicht selbstständig in den geistlichen Dingen zu handeln. Es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich, damit er immer weiter lebe. Das kostet zu viel und die Grube nicht sehe. Nein, in Vers 16 heißt es dann, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Merken wir, worum es geht in dem Evangelium? Jesus sagt, seid barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Aber ihr könnt es nicht, sondern es kann nur Gott in Jesus in euch. Lasst ihn doch zu. Lasst die Gemeinschaft mit ihm zu. Er will das, was er sagt und für seine Jünger wünscht, selber tun durch seinen Geist. Petrus wies ja auch darauf hin, er hat es auch lernen dürfen, dass allein die Berufung, Jesus zu folgen, dienlich ist, auch das Evangelium weiterzutragen und den Nächsten zu segnen. Dass wir wandeln, und das genügt völlig, schreibt Petrus, in seinen Fußstapfen. Mehr nicht. Ihr braucht nicht nebendran, ihr braucht nicht vorneweg, einfach nur in seinen Fußstapfen. Gucken, wo er ist, und da geht alles gut. Weil in seinen Fußstapfen der Weg zu dem, was Jesus geschaffen hat, durch Golgatha, bereitet ist für alle, die ihm nachfolgen. Und der Apostel Paulus, er hat auch nicht die Menschen verurteilt, die Götzendienst betrieben. Ist eigentlich wunderbar, ne? Wir schauen ja manchmal auf die Religionen so herab und verurteilen. Das hat der Apostel Paulus nicht gemacht. Er war in Athen, und da sagt er, ihr habt so viele Götzen. Ja, aber ihr habt einen Altar,
da steht der unbekannte Gott. Ihr wollt also allen Göttern dienen. Und ich verkündige euch nun diesen unbekannten Gott. Er hat nicht gesagt, so, es ist alles erstmal schlecht, was ihr da macht, also hört mal auf damit. Und die Leute schafften ihn zum Gerichtsplatz, zum Areopag. Und da sagten sie, jetzt erzähl uns mal was. Und da fing er nicht an, sie zu verurteilen. Barmherzigkeit, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater auch barmherzig ist. Paulus stand mitten auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17, Abvers 22, wer es lesen möchte. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Was ist das für eine Anrede? Er hat nicht gesagt, also ich sehe, wie abartig ihr seid. Ich sehe, dass ihr die Götter von ganzem Herzen, alle wollt ihr verehren. Ist ja wunderbar, könnte man sagen. Also er redet positiv zu ihnen, Barmherzigkeit. Ich bin ja umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt doch nicht in Tempeln, die von Menschen gemacht worden sind, mit Händen, sondern er lässt doch seine Barmherzigkeit allen wissen, allen kund werden. Und da heißt es dann auch weiter in den Versen, ihr sollt Gott suchen, Vers 27, und ihn fühlen. Ihr sollt ihn finden. Und für wahr, er ist ja nicht ferne von einem jeglichen. Wieder kein Schimpfwort dabei. Nirgends. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch ja gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar, Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Ach, was sind das für Worte der Barmherzigkeit? Übersehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass sie an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das war die Rede der Barmherzigkeit. Ja, ihr seid solche, die die Götter ehren. Aber da ist noch einer, der ist anders als die anderen Götter. Und der lädt euch ein. Der hat den Weg frei gemacht. Seid barmherzig, sagt der Herr Jesus, wie der himmlische Vater auch barmherzig ist. Da werden keine Verurteilungsreden zunächst gehalten, sondern gleich Einladungsreden. Und dazu sind auch wir berufen. Wir, die wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, sollen nun im Miteinander und im Handeln am Nächsten in dieser Gesinnung der Liebe Jesu sein. Wir leben ja in einer Stadt, wo viel Aufruhr geschieht. Und was tun wir? Wie sind unsere Gedanken darüber? Sind sie schimpfend? Verurteilend, verdammend oder sind sie in der Liebe? Fangen wir an zu beten für die Menschen in der Stadt. Segnen wir sie im Namen Jesu, weil wir gesegnet wurden, auch ohne Verdienst, aus Gnaden. Seid barmherzig, wie der himmlische Vater euch gegenüber barmherzig ist. Und weil Gott uns aus unserem Sündenelend, und ich sage das mal so einfach, jeder darf sich anschauen und sein persönliches Sündenelend erkennen, wovon er gelöst worden ist. Denn jeder hat so ein Elend. Es gibt keinen Menschen, der kein Sündenelend hat. Gott aber hat in seiner Barmherzigkeit uns aus diesem Elend geholfen. Und darum sollen wir dem Nächsten gegenüber auch barmherzig sein, dass ihm geholfen wird, nicht verurteilt, geholfen wird. Dass wir uns nicht verhalten oder abhängig machen von den Schwächen des anderen, auch unter den Gläubigen. Manchmal stoßen wir uns ja sehr an den Schwächen des Nächsten.
Und dann reden wir über ihn, urteilen, wenden uns ab vielleicht, weil er Schwächen hat und erkenne nicht, dass wir auch Schwächen haben. Wir übergehen unsere eigenen Schwächen. Nein, seid barmherzig, so wie der himmlische Vater euch gegenüber barmherzig ist. Aber es kommt immer wieder vor, dass das Menschliche die Oberhand gewinnt. Denken wir auch an diese wunderbare Begebenheit in Jericho. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Und da war ein Mann, der begehrte, Jesus zu sehen. Das haben die anderen Leute aber nicht gemerkt, was der begehrte im Herzen. So wie wir das oft gar nicht sehen, was begehren eigentlich die Einzelnen im Herzen. Er begehrte das, stieg auf einen Baum, weil er klein war, der Zachäus, und wollte Jesus sehen. Jesus sah in das Herz und sah das Begehren. Er machte sich nicht abhängig von dem, was Zachäus war. Er war ja ein Betrüger. Er hatte den Leuten das Geld aus der Tasche genommen. Er arbeitete für die Feinde Israels, für die Römer. Das beurteilte Jesus gar nicht. Er sah, er begehrte, Jesus ihn zu sehen. Die anderen haben das nicht gesehen. Und Jesus sagt, komm schnell runter von dem Baum, ich will bei dir einkehren. Und was haben die anderen gesagt, die das nicht gesehen haben, dass Zachäus etwas begehrte? Sie murrten, er kehrt bei einem Sünder ein. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir uns leider manchmal in dieser Welt auch verhalten. Wir sehen immer nur die Sünde der anderen. Wir sehen immer nur das, was jemand falsch gemacht hat. Aber wir sehen nicht ins Herz rein, ob er vielleicht eine Veränderung sucht. Zachäus begehrte, Jesus zu sehen, wer er ist. Und er stieg schnell von dem Baum herunter, öffnete das Haus, lud Jesus ein. Und er war sofort aufgrund seines Begehrens freudig mit dem Herrn zusammen und sagte, ich will jetzt ab heute alles richtig machen, bitte hilf mir. Ich gebe die Hälfte den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ist doch egal, was der getan hat. Alle haben gesündigt, aber er begehrte mich zu sehen. Und er wollte die Barmherzigkeit Gottes erleben und er hat sie erlebt. Und die anderen waren gar nicht einverstanden. Bei dem kehrt Jesus ein. Ja, bei uns ist er auch eingekehrt, merken wir, wie Menschen manchmal handeln können. Wir sollen nicht uns leiten lassen von unseren Gedanken dem Nächsten gegenüber. Und wir denken da auch an eine andere Stelle, die auch heute mit angegeben ist, diesen gesegneten Josef. Josef, der 11. Sohn von Jakob. Und wir wissen, dieser Josef war ja von Gott besonders gesegnet. Aber die Brüder neideten ihn. Sie verkauften ihn nach Ägypten. Und dort musste er in der Fremde arbeiten, musste viel Schlechtes erfahren durch diese Ägypter. Aber sie kriegten auch mit, da ist was Besonderes bei dem Josef. Und nun hungerte seine Familie, seine Brüder, sein Vater, das Vieh. Aber sie merkten, da gibt's irgendwas zu essen in Ägypten. Denn Gott hatte Josef gesegnet. Und Pharao setzte ihn an die zweite Stelle im Staat. Und er durfte schalten und walten nach dem, wie es Gott ihm gab. Und die Leute kriegten wieder was zu essen. Und eines Tages offenbarte sich Josef seinen Brüdern. Ich bin der, den ihr verkauft habt. Ich bin es. Und dann kam eine große Furcht über seine Brüder. Was wird er jetzt machen? Und besonders, als dann der Vater Jakob gestorben war, da heißt es, dann hatten sie noch mehr Angst. Und dann überlegten sie sich, was können wir denn dem Josef sagen, was der Vater gesagt hat, dass er uns nichts antun soll jetzt. Sie fürchteten sich in 1. Mose 50, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm angetan haben.
Darum ließen sie ihm sagen, haben sich ausgedacht, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr ihm Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Was tat Josef? Er sagte, barmherzig, er fing an zu weinen. Ach, wie gequält sind die Menschen doch. Wie gequält sind die Brüder. Er weinte, als sie das zu ihm sagten. Und er sprach dann zu ihnen, fürchtet euch doch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt, dass ich euch verurteilen darf und etwas Böses tun? Stehe ich an Gottes statt? Ihr gedachtet es zwar böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Ich stehe doch nicht an Gottes statt, merken wir. Seid barmherzig, wie der himmlische Vater auch barmherzig ist. Gott redet zu uns und durch uns. Josef war somit auch ein Bild für den Herrn Jesus. Obwohl wir ihn unsere Sünden angelastet haben, obwohl wir gegen ihn waren und die Leute spotteten sein, spien ihn an, schlugen ihn, war er barmherzig und ging ans Kreuz. Und zwar nicht nur für die Guten, vermeintlich Guten, sondern die Schrift sagt für alle. Für alle. Das ist eine Barmherzigkeit, die wir auch zulassen sollen in unserem Leben dem Nächsten gegenüber. Wir stehen nicht an Gottes Stelle, sondern Gott handelt barmherzig in uns, an uns und durch uns. Und das sehen wir ja auch in diesem Gleichnis, was Jesus gab in Lukas 10 von dem barmherzigen Samariter. Es war ja die Frage dort in Lukas 10, ja, wer ist denn mein Nächster? Wie kann ich denn meinen Nächsten erkennen und barmherzig sein? Und Jesus gab ein Beispiel. Wenn du nach deiner Frömmigkeit den Nächsten suchst, wirst du ihn verfehlen. Denn da war ein Mann überfallen worden auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Und da kam plötzlich ein Priester vorbei von Jerusalem nach Hause. Der sah den, ging vorbei. Es kam ein Levit, ein Helfer im Tempel vorbei, sah ihn und ging vorbei. Aber dann kam ein Fremder aus Samarien und er guckte und erbarmte sich. Er behandelte ihn gut. Er goss Öl und Wein in seine Wunden, brachte ihn ins Hotel, in eine Pension, pflegte sein, musste aber doch einen Arbeitsweg antreten und sagte zu dem Inhaber, pflege du ihn weiter. Und wenn es mehr kostet als das, was ich dir gebe, ich bezahle das. Und Jesus sagte dann, wer ist nun dein Nächster, wo du Barmherzigkeit hättest üben sollen? Tja, das war der Samariter. Der hat nicht mehr nach seinen eigenen Gedanken gehandelt, sondern er ließ sich gebrauchen von der Barmherzigkeit Gottes. Was sagt Jesus? Na, dann geh hin und mach dasselbe. Da mach dasselbe. Sei barmherzig, so wie der himmlische Vater dir gegenüber auch barmherzig ist. Denn es heißt doch geschrieben, es ist nicht einer da, der in Wahrheit wirklich Gutes tut. Wir Menschen glauben ja manchmal, Gutes zu tun. Wir denken, das sei gut, aber ist es wirklich gut vor Gott, was wir da tun? Prüfen wir das anhand seines Wortes, ob das richtig ist? Meistens ja nicht. Wir nehmen uns etwas vor, halten es für gut und tun es einfach, ohne Rücksicht auf Verluste. Ob vielleicht andere dabei straucheln, andere beiseite geschoben werden. Darum sagt der Herr Jesus auch hier, richtet nicht, sondern lasst euch doch gebrauchen für den Nächsten in eurer Stadt, in eurem Land, in eurer Umgebung. Segnet die Menschen. Richtet nicht, denn von dem Herrn Jesus heißt es ja auch,
Er ist nicht in die Welt gekommen, Johannes 3, Vers 17, die Welt zu richten, sondern er ist da, um die Welt zu retten. Und Christen, Kinder Gottes, sind hier, um mit an dieser Rettung teilzunehmen, nicht am Gericht, nicht an der Verurteilung, sondern an der Einladung zur Rettung. Das ist die Hauptaufgabe der Kinder Gottes. Und das, da dürfen wir einfach dabei sein. Ja, nicht nur unter den Gläubigen soll die Barmherzigkeit geübt werden, sondern auch an den Kindern der Welt, an den Menschen, die noch in der Welt stehen. Sie sollen wissen, es gibt ein anderes Leben, aber sie sollen dazu eingeladen werden, damit auch sie die Seligkeit in Jesus erfahren. Und der Apostel Paulus auch noch einmal, wir wissen ja, er ist dann in Caesarea eine ganze gewisse Zeit im Gefängnis gewesen, bevor er nach Rom kam. Und dann kam der König Agrippa und er wollte mal wissen, was macht der Paulus eigentlich? Und dann hat er seine Rechtfertigungsrede gehalten und hat gesagt, warum er dies macht. Aus welchen Gründen? Er ist nicht einer, so wie die anderen ihm das unterstellt haben, dass er provoziert und dass er andere runtermachen will, sondern er sagt, Jesus hat mir gesagt, ich soll nur das tun, was er mir offenbart. Und das reden, was ich gehört habe. Ich lese uns das mal, was hier der Apostel Paulus in diesem Falle gesagt hat, in Apostelgeschichte 17, in Apostelgeschichte 20, da wo er vor dem König Agrippa steht, ja, und sich rechtfertigt. Da heißt es dann, er erzählt in Kapitel 26, wie er vor Damaskus die Erscheinung Jesu gehabt hat, der gesagt hat, Saul, Saul, du verfolgst mich. Hör auf damit. Und ich sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du machst gute Werke in deinem Sinne, aber sie verfolgen mich. Sie sind nicht aus der Barmherzigkeit des Vaters, sondern sie sind aus deinem eigenen Denken. Steh auf, stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Mehr nicht. Das hat Paulus da gesagt vor dem Agrippa. Er sagt, das ist es. Ich sollte nur von dem reden, was Jesus zu mir gesagt hat, dass er nämlich barmherzig ist und der himmlische Vater barmherzig ist für alle. Und von dem, was er mir noch zeigen will. Ich bin nicht gesandt, um andere zu verurteilen. Verstehen wir. Darum schrieb der Apostel später Paulus, sagte, wer bist du denn, dass du einen anderen richtest? Wer bist du denn? Du bist doch auch nur ein begnadigter Sünder. Du kannst doch nicht andere richten. Das hat er für sich erkannt und gab es dann auch weiter. Und er setzte auch hinzu im Philipperbrief und sagte, ich bleibe auf diesem Wege. Bin noch nicht vollkommen, äußerlich gesehen, aber ich jage ihm nach. Ich will es sein, barmherzig, wie der himmlische Vater barmherzig mir gegenüber war. Das ist eine Lebensaufgabe, die wir als Christen in dieser Stadt Berlin und in unserem Land ausüben sollen. Ja, was siehst du immer die Schwachheiten des anderen bloß? Den Splitter im Auge deines Bruders. Du merkst gar nicht, dass du selber einen Balken hast. Und das ist das in der Beurteilung der anderen Menschen. Wir sehen, was sie falsch machen und denken, wir machen alles richtig. Nein, Jesus sagt, guck erst dahin, wo bei dir was verändert werden soll, dass dein Balken rauskommt. Und wenn du dann in dieser Barmherzigkeit Gottes stehst, dann siehe zu, wie du dem anderen hilfst. Dann sei vorsichtig, fall nicht mit der Tür ins Haus, wollte der Herr sagen. Merken wir, dieses Wort, was auch der Bruder schon am Eingang gesagt hat, dieser Wochenspruch, einer trage des anderen Last, das ist das Gesetz der Liebe Christi. Wir tragen sozusagen auch die Lasten mit in unserer Stadt.
in der Hoffnung, dass die Menschen, die da so belastet sind, zu Jesus kommen und ihre Lasten ablegen. Wir dulden das mit. Wir verurteilen die Menschen nicht, sondern wir tragen sie im Gebet. Wir lieben sie in der Fürsorge und wir wünschen, dass sie auch zu Jesus kommen. Und das heißt, sagt Jesus hier, heißt auch vergeben. Ach, vergebt doch gerne. Warum sagt der Herr Jesus das? Weil er sagt, ihr wisst gar nicht, wie viel ich euch vergeben habe. Das war so viel, ohne dass ihr das alles wisst, was das gewesen ist. Und deswegen habt ihr keinen Grund, dem anderen nicht zu vergeben. Vergebt, euch wird auch vergeben. Und gebt, ja, was sollen wir denn geben? Gebt das, was ihr empfangen habt. Gebt die Frucht des Heiligen Geistes. Gebt Frieden, gebt Liebe, gebt Freude, gebt Dankbarkeit, gebt, gebt, gebt. Unser Umfeld wird das sehen. Und sie werden staunen und sagen, wie kann der mich noch lieben, nachdem ich ihm so auf die Füße getreten bin? Und dann fragen sie nach, wo kommt das her? Zachäus begehrte Jesus, wer er ist. Er hat ja viel gehört, aber ich muss das wissen, wer ist er eigentlich? Ach, das ist er. Na, da komme ich hin, der soll in mein Haus. Jesus sagt, da komme ich hin. Ja, dann bin ich ein neuer Mensch. Und das sollen wir erwarten als Christen. Das ist eine ganz andere Dimension, als wir menschlich oft denken und handeln wollen. Ja, wir sollen barmherzig sein, damit der Nächste gewonnen wird. Das ist die Hauptaufgabe in unserem Dasein hier in dieser Welt. Thomas à Kempis, der hat mal Folgendes geschrieben. Es war ein Mann, ein Bruder vor der Reformation. Und er hat das Wort Gottes schon so verinnerlicht und wollte es weitergeben und sagen, ja, das stimmt, wir müssen abhängig sein von Jesus Christus allein. Und da schrieb er hier unter anderem, was du an einem anderen nicht bessern kannst, das trage geduldig, trage, bis es Gott anders ordnet. Trage es, bis es Gott anders ordnet. Gedenke, dass es vielleicht also besser ist, auf dass du bewährt werdest und Geduld lernest. Er wollte sagen, es gibt viele Schwierigkeiten, die dir ja dienen sollen. Du sollst Geduld lernen und nicht ausrasten. Dass du bewährt werdest und Geduld lernest, ohne welche alle unsere Werke nicht groß zu achten sind, ohne Geduld. Denn ungeduldige Menschen können nicht Lieben üben. Doch sollst du wegen solcher Mängel und Ausstöße Fürbitte tun und bitten, dass dir Gott gnädiglich helfe, damit du anderer Leute Gebrechen in Liebe tragen kannst. Aufgabe der Christen, eines Kindes Gottes. Ja, wir sollen geleitet werden auf den guten Wegen, die Jesus bereitet hat. Und darum betete ja auch der Psalmist im Psalm 139 und sagt, bitte, Herr, erforsche du mich. Schau, wie es mir geht und was ich tue. Ich kann mich nicht erforschen. Und wenn du siehst, dass ich auf schlechtem Wege bin, dann leite mich auf guten Wege. Erforsche du mich. Das betete er. Leite mich dann auf ewigem Wege. Die Prüfung muss an uns geschehen, wo wir stehen, was wir sind, was wir haben, durch Gottes Hand geschehen. Und darüber hinaus bitten wir, dass dann seine Kraft uns auch zum Segen für den Nächsten setzt. Ja, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi, nämlich das Gesetz der Liebe, erfüllen. Und dann lautet auch diese Aufforderung des Apostel Paulus, dass er sagt, dann nehmt euch einander an. Und zwar wieder mit dem Zusatz, nicht irgendwie,
sondern wie Christus. Wie Christus euch angenommen hat, so nehmt euch untereinander auch an. Mit demselben Geist, mit derselben Hingabe, mit derselben Barmherzigkeit, mit derselben Inbrunst. Und das ist dann zum Lobe Gottes. Und wir merken ganz deutlich, dass wir aus uns das nicht können. Darum beten wir, Herr, hilf uns, dass du in uns so wirkst, dass wir den anderen annehmen können, wie du ihn angenommen hast und annimmst und erwartest, dass alle zu dir kommen. Ich möchte zum Schluss noch ein Zeugnis auch über Martin Luther noch sagen. Zum einen heißt es im Blick auf das Evangelium ist die mächtigste Botschaft der Welt. Warum ist das so? Weil das Evangelium von Jesus Christus allein die Kraft hat, Menschen von Grund auf zu erneuern. Nichts anderes hat die Kraft. Diebe werden zu ehrlichen Arbeitern. Schläger und Raufbolde werden sanftmütig und friedfertig, wenn Jesus sie verändern kann. Abhängige erfahren Befreiung und tiefe Zufriedenheit. Und das kann keine Ideologie und keine Philosophie bewirken. Sie können dem Evangelium nie das Wasser reichen. Ja, sie alle versagen, wenn es darum geht, das menschliche Herz zu verändern und zu erneuern. Aber genau das ist so dringend nötig und durch die Wiedergeburt möglich. Nur Gottes kraftvolle Botschaft rettet und erneuert die Menschen. Zu dieser Botschaft gehört auch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und selbst noch am Todestag und danach konnte man über Luther lesen und hören, dass er unglaublich dankbar war, dass diese Worte stimmen, dass das Leben in Ewigkeit pulsiert, wo Jesus Raum gemacht hat. Die letzten Bucheinzeichnungen Luthers vom 7. Februar 1546 lauten: Ja, den Tod nimmermehr zu sehen, wie unglaublich ist doch das geredet und gegen die öffentliche und tägliche Erfahrung. Dennoch ist es die Wahrheit, wenn ein Mensch mit Ernst Gottes Wort im Herzen betrachtet, ihm glaubt und darüber einschläft oder stirbt, dann sinkt und fährt er dahin, ehe er sich des Todes versieht oder gewahr wird und ist gewiss selig im Wort, dass er also glaubt und betrachtet hat, von hinnen so gefahren. Und dann fand man auch noch eine Notiz von ihm, wo er sagte, ich bekenne, dass er in seinem ganzen Leben nichts anderes war als ein Bettler. Wir sind Bettler, das ist wahr. So hat er es auf einen Zettel geschrieben. Was für ein Bekenntnis. Wer bezeichnet sich denn schon gern als Bettler? Er sagt, ich musste immer betteln. Ich habe nichts Eigenes, was ich geben konnte, den Menschen. Ich musste Gott anbetteln, dass er mich segnet für den Nächsten. Luther war es nicht peinlich, ein Bettler vor Gott zu sein. Er war ein reich beschenkender Bettler, denn er bat den allmächtigen König um seine kostbare Gnade und sie wurde ihm geschenkt. Nur wenn wir mit leeren Händen zu Gott kommen, kann Gott sie uns füllen. Luther lebte die Worte Jesu, die Jesus gesagt hat, bittet, dann wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Ein sündiger Bettler, der um Gnade fleht, wird von Gott mit offenen Türen und offenen Armen empfangen. Und so war Luthers Tod nur der Übergang in seine ewige Heimat im Himmel. Ja, wir sind Bettler. Das ist wahr. Wollen wir Bettler sein? Bitten wir um Geschenke Gottes? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Amen. Lasst uns anbeten und dazu aufstehen.